Wer billig Waren kaufen will, kommt genau hier hin. Dieses Einkaufszentrum ist ein Paradies für Schnäppchenjäger. Tief im Osten Kasachstans, an der Staatsgrenze zu China, befindet sich das Internationale Zentrum für grenzüberschreitende Zusammenarbeit KORGOS, kurz ICBC. Auf der kasachischen Seite liegt es in der Region Almaty. In der Volksrepublik China grenzt es an die Provinz Xinjiang. Das im Sommer 2011 gestartete Projekt ist ein Traum für jeden Händler. In unzähligen Malls können Besucher Produkte aus China, Kasachstan und anderen Staaten wie Russland oder Belarus kaufen und zollfrei einführen. Nach der Gepäck- und Passkontrolle fährt ein Shuttlebus in Richtung chinesischer Grenze. Der Weg ist dabei streng überwacht. Die Besucher passieren mehrere Grenzposten, an denen immer wieder die Ausweise kontrolliert werden. Trotz der starken Kontrollen wird kein gesondertes Visum benötigt. Staatsangehörige Chinas und Kasachstans sowie aus Drittländern dürfen sich hier bis zu 30 Tage lang aufhalten. An der Grenze angekommen, zeigt sich ein gemischtes Bild. Die chinesische und kasachische Seite bieten zwar beide Einkaufsmöglichkeiten, unterscheiden sich jedoch deutlich in der Anzahl ihrer Geschäfte. Das kasachische KORGOS ähnelt noch sehr einer endlos erscheinenden Steppe, auf der nur ein paar Gebäude und Baustellen das Erscheinungsbild prägen. Einige Duty-Free-Shops und zwei Malls sind zwar geöffnet, fallen im Vergleich zur chinesischen Seite jedoch deutlich kleiner aus. Nur wenige Besucher verschlägt es hierher. Obwohl an einigen Gebäuden hier schon seit dem Beginn des Projektes gearbeitet wird, sind die Bauarbeiten immer noch nicht fertiggestellt. Eine genaue Vorstellung davon, wie es einmal aussehen soll, existiert jedoch. Immerhin wurden mehrere Jahre in die Planung des sogenannten trockenen Hafens KORGOS an der neuen Seidenstraße gesteckt. Diese Sonderwirtschaftszone stellt dabei strategisch eine äußerst vorteilhafte Lage dar und ist somit das Zentrum der Vereinigung Chinas mit Europa. Erste Überlegungen einer Grenzkooperation mit der Volksrepublik China gab es von kasachischer Seite bereits ab 2002. Unter dem damaligen Präsidenten Nursultan Nazarbayev kam es im Jahr 2005 zum zwischenstaatlichen Abkommen, das bis heute den Personen-, Waren- und Güterverkehr in KORGOS regelt. So dürfen Besucher aus der Volksrepublik China täglich zollfreie Waren im Wert von 8.000 Yuan aus der Freihandelszone exportieren. Das sind ca. 1.000 Euro. Besucher, die aus Kasachstan einreisen, sind eingeschränkter. Sie dürfen nur einmal im Monat nach KORGOS reisen und dann Waren im Wert von 500 Euro und einem Gewicht von bis zu 25 Kilogramm ausführen. Grund dafür ist die Eurasische Wirtschaftsunion, in der Kasachstan Mitglied zusammen mit Russland, Armenien, Belarus und Kirgisistan ist. Die meisten Besucher kommen am Wochenende nach KORGOS, um einzukaufen. Dafür haben die chinesischen Malls täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Ihre Stockwerke sind meist nach Warenart sortiert. So gibt es einzelne Etagen voll bestückt mit Pelzmänteln. Andere mit Spielzeug, Elektrogeräten oder Bettwäsche. In teilweise sehr engen Passagen sitzen die Verkäufer meist vor ihren Geschäften und preisen ihre Waren an. Besonders große Mengen an Textilien werden nach dem Verkauf vakuumiert und mit reichlich Klebeband umwickelt. So werden die unhandlichen Waren für den Weitertransport meist in Richtung Kasachstan vorbereitet. Durch die Corona-Pandemie mussten die Händler jedoch gut 3 Jahre auf die günstigen Waren aus der Freihandelszone verzichten. Seit dem 24. April 2023 leuchten die Schilder in KORGOS wieder. Der Stillstand hat jedoch seine Spuren hinterlassen. Ganze Etagen und Gebäude auf der chinesischen Seite sind menschenleer. Keine Geschäfte, keine Kunden. Es ähnelt einer Geisterstadt. Eingefallene Fenster, leerstehende Verkaufsräume, kaputte Scheiben auf dem Boden. Müll und Schutt prägen die Gänge. So sieht die verlassene Seite von KORGOS aus. Doch in KORGOS werden auch neue Gebäude gebaut. Ein hoher Stacheldraht oder eine Mauer verhindern oftmals, dass neugierige Besucher zu viele Blicke erhaschen können. Manches ist jedoch zu sehen. So auch diese Arbeiter, die aus der umliegenden chinesischen Provinz Xinjiang kommen.
Andere Bauwerke sind bisher nicht fertiggestellt worden. Während manche im Rohbau versackt sind, gibt es auch scheinbar fertige, architektonisch aufwendigere Bauten. In dieses wohl als Messehalle geplante Gebäude sind viele Ressourcen geflossen. Im Inneren herrscht gähnende Leere. Die meisten Besucher kommen, um günstige Waren zu ergattern. Von Messen oder Festen ist keine Rede. In den Foodcourts der Einkaufszentren tummeln sich die Besucher. Hier stehen sie vor einer großen Auswahl an chinesischen und kasachischen Gerichten und stärken sich zwischen den Einkaufstouren. Viele haben auch eine mehrstündige Heimfahrt vor sich. Sie kommen aus verschiedenen Ecken Zentralasiens, um in Korgos ihre Lager aufzufüllen. Im Jahr 2019, also vor der Corona-Pandemie, wurden in der Freihandelszone immerhin knapp 123 Millionen Euro umgesetzt. Aktuell laufen die Geschäfte langsam wieder an. Abseits der Hauptstraße zeichnet sich ein ruhigeres Bild ab. Insgesamt 5 Banken haben sich in der Freihandelszone angesiedelt, um vom Handel und den Steuererleichterungen zu profitieren. Künstliche Flüsse und ein chinesischer Garten vermitteln ein Bild des Wohlstands. Dabei werden keine Kosten und Ressourcen gespart, um gegen das zentralasiatische Klima anzukämpfen. Nah an der Grenze zur Volksrepublik verkauft China auch noch etwas anderes, seine Kultur. In diesem eindrucksvollen Gebäude befinden sich Veranstaltungssäle und ein Museum für Kultur und Geschichte. Neben antiken Artefakten wird hier auch die jüngste kommunistische Vergangenheit beleuchtet. Auch modernere Kunst wird zur Schau gestellt. Ein eigener Raum stellt Gedichte zeitgenössischer Kalligraphen aus. Aufmerksame Augen liegen aber auch auf den Besuchern. An jeder Ecke und in jedem Winkel befinden sich Überwachungskameras, mit denen der chinesische Staat alles im Blick behält. Zwar liegt ein Teil des ICBC Korgos auf offiziellem Staatsgebiet der Volksrepublik China, die wahre Grenze verläuft aber hinter der Sonderwirtschaftszone. Mehrfache Zäune und etliche Rollen Stacheldraht verhindern eine ungewollte Ein- oder Ausreise. Auch nachts fährt die chinesische Polizei noch Streife und schaut nach dem Rechten. Vom täglichen Trubel ist nicht mehr viel zu sehen. Wenn die Geschäfte schließen, tummeln sich hier nur noch ein paar wenige Menschen und andere Geschöpfe in den Straßen. Korgos wirkt wie eine blinkende Geisterstadt.